Herzlich willkommen im Arbeitsheft Lambach. Mein Name ist Karl Kronberger und ich bin der Direktor dieser wunderbaren Schule. Du bist kreativ, magst praktisches Arbeiten und dir liegt der Umgang mit Kindern und Erwachsenen? Dann bist du in der Fachrichtung Hauswirtschaft genau richtig. Als Vater von zwei Schulkindern weiß ich, wie wichtig in dieser Phase das Kennenlernen der Schule ist. Viele Fragen tauchen auf und ich hoffe, mit diesem virtuellen Rundgang diese Fragen beantworten zu können. Viele Antworten finden Sie auch auf unserer Homepage www.arbeitszlambach.at. Und auch ich stehe Ihnen gerne zur Verfügung jeden Schultag vormittags für ein persönliches Telefongespräch. Unsere Fachverständin Manuela Schimpel und die Schülerinnen Elisabeth und Nathalie werden euch die Schule zeigen. Und wenn es wieder erlaubt ist, werden wir das persönliche Kennenlernen nachholen. Ich freue mich jetzt schon auf das Kennenlernen und wünsche viel Spaß beim Rundgang durch das ABZ Lambach. Einen schönen Vormittag. Mein Name ist Manuela Schimpel und ich bin seit Dezember Fachvorständin der Fachrichtung Hauswirtschaft hier am ABZ Lambach. Bevor wir unseren Rundgang starten, darf ich Ihnen ganz kurz ein paar allgemeine Dinge sagen zur Ausbildung hier im ABZ Lambach. Unsere Ausbildung ist eine dreijährige Ausbildung und die Schüler und Schülerinnen, die sich für die Fachrichtung Hauswirtschaft entscheiden, können zwischen zwei Schwerpunkten wählen. Zum einen Kinderbetreuung Soziales, zum anderen Ernährung und Wirtschaft. Im ersten Schuljahr werden alle Schülerinnen und Schüler noch den gleichen Lehrinhalten der Fachrichtung Hauswirtschaft unterrichtet. Das heißt, in diesem Jahr haben sie auch Zeit und können sich gut überlegen, welchen Schwerpunkt sie in der zweiten und dritten Klasse machen möchten. Zu den Abschlüssen, zu den Möglichkeiten, die die Schülerinnen und Schüler nach dieser Ausbildung haben, werden wir noch einiges hören während unserem Rundgang. Ich möchte aber auf zwei Dinge schon hinweisen, nämlich, dass alle Schülerinnen, egal welchen Schwerpunkt sie wählen, am Ende dieser drei Jahre sowohl den Facharbeiterbrief erhalten, also auch die Ausbildung zur Kindergartenhelferin abschließen können. So, jetzt starten wir aber unseren Rundgang. Jetzt ist es soweit. Die zwei Schülerinnen Nathalie und Elisabeth werden uns da begleiten und helfen und durchführen. Die sind vorher da auf den Bänken gesessen, sind aber jetzt weg und ich habe auch schon einen Verdacht, wo die sein könnten. Und ich denke mir, wir starten jetzt und schalten als Erster gleich in den Floristikraum. Ja, wir befinden uns jetzt da in einem unserer Floristikräume. Diesen Praxisunterricht gibt es in allen drei Jahrgängen. Und es ist ein Blockunterricht in Gruppen. Das heißt, es sind immer 2 bis 3 bzw. 4 Stunden geblockt in einer Woche. Ja, wie gesagt, das gibt es in allen drei Jahrgängen. Im ersten Jahrgang werden eigentlich die grundlegenden Techniken und Fertigkeiten der Floristik vermittelt oder mit Hausgarten. Und auch die Zimmerpflanzenpflege. Das heißt, dass wir ein bisschen den grünen Daumen der Schülerinnen versuchen zu wecken, damit vielleicht dann später einmal Freude an dem Ganzen haben. Im zweiten Jahrgang haben wir die Pflege des Schul- und Ziergartens. Und da ging dann, wie Nathalie sicher bestätigen kann, dann ganz viel hinaus in den Schulgarten. Anzucht der Pflanzen, Pflege des Gartens und so weiter, also was halt alles zum Schulgarten auch dazugehört und auch zum Hausgarten. Und dann haben wir noch im dritten Jahrgang, da haben wir die ganz viele diverse floristische Fertigkeiten, Kranzbinden, Winden, verschiedene Sachen, Stecken. Und es gibt auch in der Schule oft sehr viele Veranstaltungen, da wird auch die Großraumdekoration immer wieder vorbereitet. Ja, Farbenlehre gehört dazu. Und ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen das Wichtigste. Wie gesagt, in allen drei Jahren. Und vielleicht kann uns jetzt Nathalie noch kurz was erzählen, wie es ihr gefällt, oder? Ja, also mir gefällt es vor allem im Gartenbau. Wir arbeiten immer gemeinsam gern und wir arbeiten auch nicht nur an Tischdekorationen, sondern wir lernen auch ganz viele Fertigkeiten und Kenntnisse draußen im Hausgarten. Ich darf Ihnen unseren schönen großen Turnsaal zeigen. Der wird auch für Veranstaltungen genützt und die Schüler und Schülerinnen, die im Internat sind, haben auch die Möglichkeit am Abend den zu benutzen, zum Beispiel zum Fußballspielen oder zum Volleyballspielen. Es befindet sich unten auch im Fitnessraum und auch diesen dürfen die Schülerinnen verwenden. So, jetzt duftet es schon so gut aus der Küche und dort schauen wir jetzt hin, also wir machen jetzt einen Sprung in die Küche.
Na, da riecht es schon so gut. Was gibt's denn heute gut? Ja, also bei uns in der Küche, wir haben heute selber gemachte Burgers vorbereitet. Natürlich mit selber gemachten Patties und natürlich auch mit einem selbst gebackenen Weckerl. Bei uns in der Küche geht es natürlich Learning by Doing, das ist eigentlich unser Schlagwort. Alles, was man mit seinen Händen selber angreifen kann, das merkt man sich. Teamwork wird bei uns natürlich ganz groß geschrieben. Bei uns ist es so, wir haben da eine toll ausgestattete Küche und die Schüler, die arbeiten mit Produkten aus der Region, Jahreszeiten, also der Jahreszeit entsprechend, und die stellen da ganz köstliche Sachen her. Die Schüler sind immer ganz stolz auf das, was sie eben selber machen. Oft machen sie im Nachhinein Fotos von den schön dekorierten Teller, die was dann gestaltet haben, und schicken das dann auch gleich an ihre Freunde bzw. in die Eltern. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass das Selbstwertgefühl von den Schülern dass das steigt. Ja? Ja, grundsätzlich haben wir alle 3 Jahre Kochunterricht. Wir starten mit ganz grundlegenden, einfachen Gerichten, die was jeder zu Hause nachkochen kann. Und die steigert sich von Jahr zu Jahr, bis dass die Schüler dann im 3. Jahrgang bei der Abschlussprüfung ganz ein tolles Festessen machen, wo sie dann ihre eigenen Gäste einladen dürfen und die dürfen es dann bewirten mit dem selbst kreierten Essen. Das ist dann immer voll ein Highlight für ihn und sie sind auch immer ganz stolz, wenn sie das geschafft haben. Auf was legen wir da herinnen eigentlich Wert? Wir schauen, dass wir wirklich regional und saisonal mit den Schülern kochen. Wir kochen für Kinder, wir kochen auch mit Kindern in der 2. Klasse. Werden immer auch Kindergartenkinder eingeladen. Im 2. Jahrgang wird international gekocht, also das heißt, wir schauen auch über unseren Tellerrand hinaus. Und vor allem auch im 3. Jahrgang gibt es dann extra ein Fach, das heißt Produktveredelung. Da wird dann geschaut, was wir eben mit unseren eigenen Produkten alles herstellen können und wie die Schüler das dann auch selbst vermarkten können. Wir stellen Weckerl und Gebäck her. Die Vorratswirtschaft ist eben auch ganz, ganz wichtig. Jetzt muss ich aber aufpassen, nicht, dass meine Patties zu viel Röstaromen bekommen, und jetzt werden wir das dann schnell fertig machen. So. Ein bisschen brauchen wir noch, da ich bereite dann noch mal alles. Schauen wir mal, dass wir da noch überall was draufgeben. Ein kleines Tomatensalz da wir noch auf. Das ist natürlich schnell und frisch. So. Dann brauchen wir jetzt wirklich nicht nur den Bann. So, zusammenstecken. Na, ein bisschen Liebe habe ich eh schon drauf gegeben. Ja, und jetzt kann man unser Fast Food, was ja eigentlich nicht so einen guten Ruf hat, mit gutem Gewissen essen, weil es sind lauter regionale Produkte, lauter frische Produkte, es ist alles selbst hergestellt, man weiß ganz genau, was drinnen ist. Ja, und ich wünsche guten Appetit. Hier befinden wir uns im Lehrspeisesaal. Wie Sie sehen, die Tische sind schon gedeckt, das Essen steht schon am Tisch. Wir haben in Haushaltsmanagement und Service haben wir einen Theorieunterricht, aber auch einen Serviceunterricht. In der Theorie werden vor allem Unfallverhütung, Hygienemaßnahmen, Sicherheit, Arbeitshaltungen, Umweltschutz durchgemacht.
Das wenden wir auch im praktischen Unterricht an. Weiters beschäftigen wir uns mit allgemeiner Wäschepflege, mit Reinigung von diversen Räumlichkeiten. Auch hier wird geschaut, dass das wirklich energie- und kosteneffizient durchgeführt wird und dass die Mädchen auch richtige Körperhaltungen lernen, wie sie sich bei den Arbeiten verhalten sollen. Ein sehr großer Wert legen wir auf unsere Tischdekorationen. Bei uns wird Tischkultur sehr groß geschrieben. Wir haben hier an der Wand auch einen Spruch, der uns allen sehr gut gefällt. Das wird jedes Mal, wenn gekocht wurde, sitzen wir an den Tischen, essen gemeinsam mit den Schülerinnen. Die einen servieren, die anderen können ihr Essen genießen. Und diese selbst kreierten Tische sind für die Mädchen auch immer wieder ein Highlight. Sie bemühen sich, sie wollen ihre Ideen, ihre kreativen Werke der Öffentlichkeit präsentieren und wie man sieht, es kommen immer sehr, sehr tolle, interessante Sachen zusammen. Grundsätzlich ist so, alles, was wir im Unterricht machen, Haushaltsmanagement, wie manage ich einen Haushalt, es ist so, diese Dinge können die Mädchen später, egal ob zu Hause, im Beruf, irgendwo, sie können es immer brauchen und sie sind begeistert, wenn sie erzählen können, das habe ich zu Hause auch selber erledigt. Gut, nach dem Praxisunterricht fängt die Theorie an, da werden wir jetzt dann in der zweiten Klasse nachschauen, was gerade in der Theorie unterrichtet wird. Wir sind hier in einem unserer sehr hellen Klassenräume. Alle unsere Klassen sind modernst ausgestattet mit Computer, Beamer und natürlich Tafel. Und man hat die Möglichkeit, in den Pausen frische Luft zu schnappen oder sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, denn jede Klasse hat einen eigenen Balkon. Ja, und die Nathalie ist da gerade am Arbeiten. Nathalie, was machst du? Ja, ich arbeite gerade an einem Arbeitsauftrag in der Zeitschrift. Ich arbeite gerade an einer Aufgabenstellung in der Zeitschrift Konsum. Ja, wir haben da auch schon dazu einige Plakate gestaltet. Da lernen wir die Rolle des Konsumenten und des Konsumentenverhalten kennen. Und nebenbei wird auch die Medienkompetenz gefördert. Ja, und jetzt geht's weiter beim kreativen Gestalten. Also im Großteil im textilen Werken arbeiten wir für uns selber. Ich bin gerade dabei, wie man sieht, ans Wetter zum Nähen. Da sieht man schon ein paar fast fertiges Wetter. In der zweiten Klasse fangen wir dann gleich mal mit der Kochschürze zum Nähen an, die was dann verwendet wird. Und passend dazu machen wir natürlich auch Kochhandschuhe. Weiter geht es dann in der zweiten Klasse mit Strick- und Stickarbeiten. Dort sieht man dann auch schon einen Schal und Polstern, was wir dann auch selber machen. Und am Ende der zweiten Klasse schauen wir dann, dass wir mit dem Pullover fertig werden. Vom Täschchen bis zur großen Tasche ist viel Kreatives, aber auch viel Praktisches dabei. Ja, bei uns im ABZ Lambach, wir haben da zwei Nähzimmer, zwei sehr helle Nähzimmer und jeder Schüler hat einen eigenen Nähplatz und zusätzlich sind wir dann auch mit Overlocks und mit den Bügelstationen sehr gut ausgestattet. Wichtig ist es uns aber vor allem, dass die Schüler mit Freude dabei sind und das gelingt uns dann zum Beispiel, wenn sie mit dem selbstgenähten Sweater in die Schule kommen. Stimmt's, Elisabeth? Ja genau, da kann ich nur zustimmen, genau so ist. Gut, und jetzt? Und jetzt geht's weiter in den zweiten Stock zu den Schwerpunkten. Wir befinden uns im Übungsfirmaraum und die Elisabeth und ich werden gemeinsam den Gegenstand bauen. Ausgesprochen ist auf Büroprozesse, Organisation und Management darstellen. BOM ist das Kernstück des Ernährung- und Wirtschaftsbereiches und ist ein Konglomerat aus 5 verschiedenen Gegenständen, aus praktischen und theoretischen Gegenständen. Im Gegenstand werden oder in diesem Bereich werden Fähigkeiten, wird die Lehrzeit absolviert,
für eine Bürokauffrau bzw. für die Betriebsdienstleisterin, sofern die praktische Zeit, die Praxis in Betrieben absolviert worden ist. Elisabeth, warum hast du dich für dieses Modul entschieden? Ja, also, weil ich möchte mal gerne in einem Büro oder in der Verwaltung tätig sein. Ich arbeite gerne mit dem Computer und bin da sehr interessiert dran. Und in dem Fach müssen wir einfach genau und selbstständig arbeiten und das, was mir so gefällt. Mhm, wunderbar. Und wie schaut es aus mit diesen 5 verschiedenen Gegenständen? Rechtskunde, Marketing, Büroorganisation und auch Praktisches? Genau, es hört sich an, wie das voll viel ist, aber es ist gar nicht schwer zum Verstehen. Es ist einfach und es ist auch sehr fächerübergreifend. Also man kann es einfach nur verstehen. Und wir haben auch da das Programm, das Buchhaltungsprogramm, das habe ich gerade offen. Da tut man, das nehmen auch die Betriebe her und da kann man Buchungssätze einschreiben und buchen und das tue ich halt voll gern und das ist auch voll interessant. Und da haben wir in die Rolle der Sekretärin einschlüpfen müssen und da haben wir Abendveranstaltungen suchen müssen und Briefe schreiben, Anfrage auf ein Hotel und Einladungen schreiben, Beschreibungen machen und Angebot selber schreiben. Wir haben Checklisten selber erstellt. Und ja, und das ist halt voll interessant, weil wir das, wenn man im Büro arbeitet, dann kann man das nur brauchen und für einen privaten Zweck ist das voll super. Und vielleicht ganz global, es wird nur am Computer gearbeitet, in allen Gegenständen, ausgenommen Rechtskunde. Ich glaube, da habt ihr ja auch Frontalunterricht, oder, aber ansonsten wird nur am Computer, also wirklich vorbereitet für das spätere Berufsleben. Und die Anrechenbarkeit der Bürokauffrau, also diese absolvierte Lehrzeit, ist ganz was Wesentliches. Und es fehlt eigentlich nur mehr das Praktikum, das in den Betrieben draußen geleistet wird und wo die fehlenden Kompetenzen noch erreicht werden. Gehen wir weiter zur nächsten, zur Kinderbetreuung. Ich möchte Sie da hinüberführen. Da geht es weiter. So, kannst du bitte das Baby halten? Ja, gerne. Ich möchte gerne die Laterne aufhängen. Alle unsere Schülerinnen, ob aus dem Modul Kinderbetreuung und Soziales oder Ernährung und Wirtschaft, machen die Ausbildung zum Kindergartenhelfer oder zur Kindergartenhelferin. Weiters bieten wir die Möglichkeit, den Kindernotfallkurs und die Ausbildung zum geprüften Babysitter zu absolvieren. In den Theoriefächern Psychologie, Pädagogik und Entwicklungspsychologie legen wir den Grundstein fachbezogenen Wissens. Eltern wünschen sich für ihre Kinder gut ausgebildete Betreuungspersonen, die verantwortungsvoll, kreativ und einfühlsam sind. Musik und Kinderbetreuung sind eher praxisorientierte Fächer, in denen wir aktuelle Methoden zur Vermittlung nützen und Übungsmöglichkeiten bieten. Das geht vom Füttern und Baden eines Babys bis hin zum Erzählen von Geschichten und Erlernen von Kreisspielen. Und wie viele Wochen dürfen wir in den Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten? Am Ende der 2. Klasse gehen unsere Schülerinnen und Schüler für eine Woche zu einer Tagesmutter oder in die Kinderkrippe. In der 3. Klasse ist dann das 3-wöchige Praktikum, wo die Inhalte, die in den Monaten davor gelernt wurden, auch angewendet werden können. Wir bieten auch noch Kochen für Kinder an der Schule an und wir bieten Kinderbetreuung bei unterschiedlichsten Veranstaltungen. So, Nathalie, jetzt gehen wir unser Baby baden. Das kann man ja nicht oft genug üben. Gut, jetzt ziehen wir dir mal aus.
Wir werden da auf weitere Ausbildungsschwerpunkte im Gesundheits- und Pflegebereich vorbereitet. Die Kenntnisse und Fähigkeiten werden nicht nur in der Theorie erarbeitet, sondern auch praktisch gegenseitig ausgeführt. Ja, die Ausbildung zur Heimhilfe wird sehr gut von den Schülerinnen angenommen. Weiter gibt es für die Schülerinnen im Sozialmodul die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit der WIFI Linz, die Bürofachkraft im medizinischen Bereich, abzulegen. Da können die Schülerinnen direkt nach der Prüfung und der Absolvierung des 18. Lebensjahrs in den Beruf einsteigen. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten nach der Schule sind zum einen die Pflegeassistenz, die Pflegefachassistenz, der Fachsozialbetreuer für Alten- oder Familienarbeit und ein Aufbaulehrgang oder die Berufsreifeprüfung für eine weitere Ausbildung an einer Fachhochschule, beispielsweise für die Hebamme oder den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege. Nathalie, darf ich dich bitten, dass du jetzt weitergehst ins Büro? Ja, Sportwochen, Abschlussexkursionen, Projekte, Abschlussreisen werden auch den Schülerinnen und Schülern angeboten. Auch Tanzkurse, Volkstanzkurse können die Schülerinnen absolvieren. Und in der Fachrichtung Hauswirtschaft haben wir in den letzten Jahren immer wieder auch einen Eltern-Schüler-Schülerinnen-Austausch angeboten. Das heißt, da dürfen die Eltern einmal ein paar Stunden an die Schule kommen. Und das ist immer sehr lustig und abwechslungsreich. Ich befinde mich jetzt hier vor der Anlaufstelle oder vor dem Drehpunkt des ABZ Lambach. Ganz rechts hinter mir befindet sich die Direktion und da leicht rechts hinter mir ist das Büro. Das heißt, wenn Sie ABZ Lambach anrufen, dann kommen Sie hierher ins Büro und erhalten da einfach eine sehr gute Auskunft. Ja, die beiden Schülerinnen Elisabeth und Nathalie, die haben sich jetzt eingefunden links neben mir und zu denen schauen wir jetzt einmal. Die werde ich jetzt noch ein bisschen was fragen. Also ich hoffe, sie sind schon da. Also ich sehe sie schon, die Elisabeth und die Nathalie. Jetzt sind wir sozusagen endlich einmal zu dritt und jetzt darf ich die Elisabeth was fragen, nämlich Elisabeth, was gefällt dir am ABZ Lambach so gut? Am besten gefällt mir einfach, dass wir die Theoriefächer voll in die Praxis umsetzen und dass wir genau das machen, was wir in der Theorie lernen. Mir gefällt die Vielfalt der Schule, weil wir einfach so viel machen und einfach, das ist alles super. Mhm. Nathalie, die darf ja eine Frage stellen, wieso würdest du da wieder hergehen? Ja, es ist auf jeden Fall eine Schule fürs Leben. Du lernst was, was du in Zukunft brauchst. Egal ob in Kochen oder Servieren oder in Floristik. Es ist einfach was für Zukunft. Ja, wir sind da jetzt sozusagen am Ende unseres Rundganges durch die Schule angelangt. Es geht noch weiter mit Internat und Speisesaal. Empfehle ich Ihnen sehr, dass Sie da noch dabei bleiben. Wir drei sagen Danke fürs Mitgehen, fürs Begleiten, fürs Dabeisein beim Rundgang durch die Schule. Wir hoffen auf ein baldiges persönliches Kennenlernen mit Ihnen. Alles Gute, bis bald und mir taugt's im ABZ Lambach. Mein Name ist Helga Söllinger und ich bin gemeinsam mit Wolfgang Limberger fürs Internat verantwortlich. Auf dem Weg von der Schule zum Internat befindet sich der Speisesaal. Es wird hier Frühstück, Vormittagsjause, Mittagessen und Abendessen angeboten. Es gibt zwei Menüs zur Auswahl, neben dem normalen auch ein vegetarisches. Wir haben ein sogenanntes Mensa-System. Schülerinnen nehmen sich ein Tablett, wandern vorbei an der Ausgabe und suchen sich einen Platz. Unsere Küche kocht alle Speisen frisch. Es wird auf Regionalität besonders geachtet. Die Essenszeiten sind sehr flexibel gestaltet. Je nach Unterricht kommen die Schülerinnen und Schüler erst nacheinander zum Essen.
Ja, jetzt sind wir dann auf dem Weg in die Bibliothek. Auch die Bibliothek ist zwischen Schule und Internat angesiedelt. Sie wird auch von Schule und Internat gleichermaßen verwendet. Die Bibliothek bietet Arbeitsplätze, bietet eine schöne Terrasse zum Arbeiten. Es sind Fachbücher für jede Fachrichtung vorhanden, aber auch Sachbücher, Romane für unsere Leseratten. Hier sieht man eben die Arbeitsplätze. Und jede Menge Bücher zur Auswahl. Nun geht's weiter ins Internat. Im Internat sind 200 Betten für unsere Burschen und Mädchen. Und jeweils eine Erzieherin oder ein Erzieher, die für die Schülerinnen verantwortlich sind. Aber nun möchte ich an meinen Kollegen Wolfgang Limberger übergeben. Ja, herzlich willkommen im Internat in Lambach. Hier wohnen eben unsere Schüler, wie die Kollegin schon gesagt hat. Sie verbringen hier eigentlich sehr viel Zeit, unter der Woche selbstverständlich. Sie wohnen hier, verbringen die Freizeit, aber sie lernen auch. Sie haben alle ein Zimmer, wo sie zu viert oder maximal vier Schüler gemeinsam wohnen, mit einem eigenen Badezimmer. Und wir werden jetzt da schnell ein Zimmer anschauen. Die Johanna, an die übergebe ich jetzt. Grüß euch, ich bin die Johanna. Ich sitze gerade auf meinem Schreibtisch im Internat. Da haben wir meistens Lernstunde. Im Internat ist eigentlich immer voll die Gaudi, weil wir können nach der Lernstunde rausgehen in die Aula und zusammensitzen alle miteinander oder man geht raus auf den Volleyballplatz. Die Mädeln spielen meistens Volleyball, die Burschen Basketball oder Fußball. Und wenn es zu kalt draußen wird, dann kannst du einfach hinten Turnen gehen, da haben wir einen Fitnessraum für die ganz Sportlichen. Und wenn du nicht willst, dann gehst du einfach in die Aula und hast die Gaudi mit den anderen. Ich freue mich, wenn wir uns sehen im Internat.